Hallo, herzlich willkommen zu SiemenSea.tv. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich und wir kommen zu einem Update zum US-Handelsstart, wobei das ja natürlich schon läuft, der Kassahandel. Und ja, heute Morgen hatten wir im Germany 40 eine Situation, die einen Ausbruch auf die Oberseite ja, mit sich bringen konnte, indem wir eben die 14.540, das war das Hoch der letzten Woche, also am FED-Tag, dass wir dieses Hoch rausnehmen konnten. Wir haben auch ja, in der ersten Handelsstunde etwas darüber gehandelt. Letztendlich hat sich der Markt anders entschieden. Auch das Retracement, was wir gleich nochmal ansprechen, hat nicht gehalten. Da gab es auch keine Pause, sondern der Markt ist direkt durchgefallen auf das Tief vom Montag. Und ja, diese 14.225 sind zunächst sehr wichtig. Wir werden jetzt gleich nochmal eine Variante besprechen, die diese 25 eben als wichtigen Punkt nochmal ansprechen oder eben, dass ein weiteres Tief noch folgt, und zwar, dass das Freitagstief ebenfalls noch abgeholt wird und der Markt dorthin dementsprechend noch weiterfällt. Okay, soweit der Ausblick. Wenn Fragen sind, gerne über den Chat einfach posten, dann ja, können wir uns die Fragen zusammen anschauen. Okay, kommen wir zum Germany 40, also heute Morgen genau diese Situation, dass wir eben ja, mit der Eröffnung ja diese Situation hatten, dass wir über dem letztwöchigen Hoch notierten und hier eben die Möglichkeit bestand, dass der Anstieg direkt weitergeht, und zwar dann in Richtung der 14.800, kennen wir schon die Marke, und dann sogar in Richtung 15.115. Dieses Unterfangen wurde jetzt erstmal beiseite geschoben, auch dieses Retracement, was wir angesprochen haben, so, dass das Tief vom Montag eben mit dem Hoch verbunden wird, und falls es eben nicht direkt weitergeht, dass man sich auf dieses Retracement hier fokussieren kann und ja, innerhalb des Retracements auf Stabilisierung achten kann, um dann dementsprechend einen erneuten Angriff nach oben zu probieren. Das ist alles misslungen, hat nicht funktioniert. Was kann dementsprechend dieses neue Hoch ebenfalls bedeuten? Und da kennen wir schon einige Formationen. Und zum einen ist hier eine Formation interessant, dass eben der Abverkauf jetzt am Freitag noch nicht abgeschlossen ist. Das bedeutet, dass der Abverkauf am Freitag eben hier diesen ersten Push abwärts bedeutete und wir aktuell eben eine Dreierbewegung, also B oder X, hier auf die Oberseite gesehen haben, sprich, wir haben einfach die Hochpunkte rausgenommen und der Markt dementsprechend einen Fehlausbruch erzeugte und wir einen zweiten Abverkauf hier benötigen. Und in dieser Variante, wo eben die B-Welle oder dieser Ausbruchsversuch misslingt, gibt es oft zwei Möglichkeiten. Die hatten wir jetzt auch schon beim Euro-Dollar angesprochen. Und zwar für eine Running-Korrektur. Das bedeutet, dass ja, diese Supportzone, also im Bereich des 61er und 76er Retracement von diesem kompletten Anstieg erreicht wird. Hierzu können wir dann ebenfalls diesen Push verbinden, also das Freitagstief mit dem heutigen Hochpunkt verbinden, um dann dementsprechend das 61er und 76er Retracement zu bekommen. Das fehlt hier noch. Ich gebe es mal ein. Also man kann 76 oder 78, da streiten sich die Geister bei diesen beiden Marken. Ja, auswählen und ja, bekommt dann dementsprechend hier diese Zone. Und dann sieht man eben, dass die 25 ja, sehr nah an diesem 76er Retracement sind und eben ja der perfekte Bereich für diese Running Flat eben hier erreicht wurde. Das bedeutet, das Tief heute kann ausreichen für diese Formation. Wichtig ist aber, dass es prozyklisch erst bestätigt wird, sobald wir weiterhin den Hochpunkt bei 14.540 hier rausnehmen. Also hier drüber, also ein Anstieg über das Hoch der letzten Woche ist weiterhin Voraussetzung, damit diese Korrektur hier abgeschlossen ist. Und sobald das passiert, würde das hier dementsprechend dann mit der Rallye weitergehen. Okay, bevor das passiert, muss man sich auch mit der weiteren Variante auseinandersetzen, und die ist dann ebenfalls definiert, und zwar, dass eben dieser zweite Abverkauf nicht verkürzt ist, also innerhalb des Retracements irgendwo hier endet, sondern tatsächlich den Tiefpunkt vom Freitag eben rausnimmt und dann wahrscheinlich sogar in Richtung der Extension, in dem Fall in Richtung
13.971 hier noch fällt. Und dann haben wir nochmals eben die Möglichkeit, diesen ja, Test zu haben, also Dreierbewegung runter. Letztwöchiges Tief ist ja weiterhin intakt, das wurde noch nicht rausgenommen. Deswegen ist das hier ebenfalls eine wichtige Marke und sollte man sich hier einzeichnen. Und ja, so würde dann diese Korrektur hier weiterhin Bestand haben und ja, man müsste sich da noch geduldig zeigen. Also Rally geht aktuell erst wieder weiter über 14.540. Da muss eben entweder diese verkürzte Variante ja direkt gekontert werden. Wer diese verkürzte Variante zum Beispiel handeln möchte, der muss dann zwangsläufig mit den 14.100 als Kontrollmarke agieren. Ansonsten kann man hier auch ja, short arbeiten, indem man den Stop eben auf dem heutigen Tageshoch hat. Und dann kann man im Intraday-Bereich aus dem 5-Minuten-Chart zum Beispiel diesen Bounce hier abpassen, indem man einfach einen Fibo setzt vom heutigen Abverkauf so und dann eben für Shorts praktisch diese Zone hier markiert, also 361 bis 445. Und für Shorts ist ja dann dementsprechend diese Zone ja wichtig, um ja diesen zweiten Abverkauf, wenn die Korrektur nicht fertig ist, in Richtung 14.000 dann letztendlich nochmal abzupassen. Also hier würde dann dieser erste Push nochmal Gegenbewegung und dann ja dieser zweite Push nach unten dann fällig werden. In diesen Bereich hier unten dann. Okay, und das sind dann die Möglichkeiten, die sich jetzt aktuell daraus ergeben. Also entweder Korrektur ist fertig, nochmals mit dem mit dieser verkürzten Variante. Machen wir es nochmal neu. Oder dementsprechend diesen heutigen Abverkauf mit dem Fibo messen, dann dementsprechend die bekannte Retracement-Zone heraussuchen und dann gegen das heutige Hoch den Short praktisch daraus ableiten für diesen zweiten Push abwärts für die bärische Variante. Okay, und so würden dann die kurzfristigen Optionen, denke ich, hier passen. Okay, kommen wir zum US-Markt. Der hat ja gestern ja ebenfalls nochmal eine schöne Rallye erlebt. Wir haben auch dort das Freitagshoch rausgenommen. Aktuell kommt es hier zu einer Konsolidierung. Auch hier dann die gleiche Situation. Wir hatten ja gestern diese Dreierbewegung im US-30 angesprochen. Hat sich jetzt erstmal perfekt aufgelöst. Wir haben ein neues Hoch, also das Hoch wurde überschritten. Mindestbedingung ist praktisch erfüllt erstmal. Okay, wenn wir jetzt die Situation vom Germany 30 ebenfalls ja, projizieren auf den US-Markt, würde sich auch hier die Möglichkeit anbieten, dass wir am Freitag erst diesen ersten Teil beendet haben, haben heute somit einen Fehlausbruch hier hingelegt oder gestern und bekommen eben einen zweiten Abverkauf hier auch im US-30. Auch hier würden sich diese beiden Optionen anbieten, also eine verkürzte zweite Abwärtsstrecke. Hierfür kann man dann ebenfalls sich dieses 61er und 76er Retracement schon mal merken oder einzeichnen. So, und somit ist ja diese Supportzone im US-30 zwischen 540 und 460 angesiedelt. Das hier ist dann wichtig für diesen verkürzten Bereich. Und sobald wir dann nochmals über das Hoch bei 810 laufen, dann ist diese Korrektur abgeschlossen und wir bekommen ja den nächsten Push eben in Richtung 35.386. Okay, die Alternative dann dazu wäre natürlich, dass wir diese erweiterte Abwärtsstrecke nochmal haben, also um in diesen roten Bereich zu kommen in Richtung 34.177, also es wären knapp 400 Punkte. Abwärtspotenzial noch, würde man eben diesen Abverkauf von heute Morgen erstmal abpassen praktisch mit einem Fibo und würde sich dann hier zwischen dem 38er und 61er Retracement orientieren, bis der Markt eben diesen Bereich erreicht hat. Und dann kann man eben, weil man möchte ja diesen zweiten Abverkauf mit dem Hochpunkt von heute auf die Short-Seite agieren, um dann eben ja diesen tieferen Bereich bei 34.177 dann nochmals zu erreichen. Das wäre eben diese bärische Variante im Vergleich. Und dann hätten wir ja mit diesem zweiten Push hier runter nochmals eben diese Möglichkeit, dass wir eine größere Dreierbewegung absolviert haben
und dann kann der Anstieg erneut fortgesetzt werden. Okay, soweit dann die kurzfristigen Ideen oder Möglichkeiten, die sich aus den Kursmustern dann hier ergeben. Wir kommen dann zum Nasdaq. Hier ist ja ein etwas anderes Bild. Wir hatten ja gestern im Nasdaq eine sehr, sehr starke Performance. Der Markt ist auch hier ja deutlich höher gelaufen als die Freitagshochpunkte bereits. Und hier würde sogar erstmal Sinn machen, einfach das Retracement erstmal zu folgen. So. Und hier ist dann dementsprechend, man sieht es, die Eröffnung hat jetzt hier auf dem 38er erstmal gehalten im Nasdaq. Und hier ist dann einfach nur eine klassische Dreierbewegung ableitbar, sprich erste Abwärtsbewegung, Gegenbewegung und um dann später einen weiteren Push abwärts zu bekommen, der aber hier im 61er Retracement bei 14.400 dann erneut Support findet. Und hier ist dann eine Entscheidungsphase mit dem Tief vom Freitag, ob wir hier dann die nächste Aufwärtsstrecke starten oder ob der Markt ja diese Zone eben nicht beachtet, dann fallen wir direkt auf das Tief vom Freitag. Okay, soweit der Nasdaq, also anders im Moment das Bild dort. Der Index hat jetzt seit ein paar Tagen eine Outperformance gegenüber den anderen Indizes. Okay. Ansonsten, wer ja größere Muster oder Ähnliches sucht, der kann sich auch die Updates von heute Morgen anschauen. Da haben wir den Tageschart etc. nochmals besprochen, auch auf Hinweis von Notschalter etc. Okay, dann genau kommen wir zum Euro. Ja, im Euro ist weiterhin ja nichts los in dem Sinne, dass sich jetzt was verändert hat. Weiterhin hier die beiden Optionen gegeneinander, also diese Dreierbewegung, die eben einen wichtigen Widerstand da bei 1.1120 erreicht hatte. Das war ja das alte die alten Tiefpunkte, die jetzt von unten eben erreicht wurden. Und dann ist die Frage, okay, ist hier diese Dreierbewegung fertig geworden, sodass wir erneut abverkaufen, also in Richtung 1.08. Oder aber diese Dreierbewegung sieht so aus, dass wir eben aktuell in einer Korrektur sind und wir brauchen aktuell einen Anstieg über dieses Zwischenhoch. Das kann man jetzt sogar wahrscheinlich für morgen dann schon mal nachziehen auf das heutige Hoch. Und dieses Hoch muss rausgenommen werden. Dann ist diese Korrektur praktisch abgeschlossen, running flat. Und würde dann von hier einen erneuten Anstieg in Richtung 1.1120 und später in Richtung 1.12 dann mit sich bringen. Okay, also diese beiden Varianten weiterhin möglich. Jetzt seit 2-3 Tagen hier richtig wenig los im Euro-Dollar. Okay, dann kommen wir zum Gold. Ja, im Gold hat der Markt dementsprechend erstmal darauf reagiert, auf diese ABC mit dem neuen Tief gestern und dem Reversal am Ideal. Und jetzt kommen wir dann an die wichtige Zone, an die 1940. Da sind wir ja vor 2 Tagen schon einmal gescheitert. Hier nochmal sichtbar. Und ja, sobald praktisch der Ausbruch gelingt hier über die 1940, wird hier der zweite Rallye-Abschnitt laufen. Im Idealfall dann in Richtung 1964 und 1980. Und genau, das ist dann die wichtige Widerstandsphase. Okay. Einen Moment. Okay, genau, soweit das. Und die bärische Variante an sich würde hier dann nochmal Raum bekommen unter der 1911. Das ist dann aktuell der Kontrollpunkt, den man sich hier anschauen kann. Solange der hält, ist diese zweite Wegstrecke hier dann vorrangig. Okay, und wenn es bricht, dann geht es hier auf die Unterseite.
Okay, dann nochmal ein Blick auf das Öl. Und im Öl sind wir ebenfalls an diesen 120er Widerstand. Und das ist eine super wichtige Marke jetzt. Allgemein geht es ja darum, ich zeige es nochmal, also von diesem Spike hoch bei 140 hatten wir jetzt diesen Wahnsinnsabverkauf innerhalb von ja, wenigen Tagen. Und dann ist eben die Frage, ob wir ja diesen Abwärtspush abgeschlossen haben, perfekt in diese Extension, hatten wir in die FED-Sitzung ja hier so besprochen, bei 98 und seitdem läuft ja praktisch dieser Anstieg. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir ja diese Bewegung hier zweimal so hingesetzt haben, dass sich eben zwei symmetrische Anstiege hier ergeben. Und die 120 sind erreicht. Und das ist dann auch hier dieser Widerstand vom 10. März. Und da versuchen wir jetzt eben auszubrechen. Ja, was kann passieren? Letztendlich ist hier jetzt wichtig, ob wir eine Dreierbewegung haben, also sprich so. Wir scheitern und dann geht es hier dementsprechend runter. Und wir würden dann eben in Richtung 106, dann in Richtung 98 und dann in Richtung 88 fallen. Okay, und die zweite Variante ist, wir haben hier bereits die nächste Trendphase, um eben erneut auf die 140 anzusteigen. Und da läuft dementsprechend hier dann eine 1,2 im Idealfall und nochmal eine 1,2 und der Ausbruch ja, würde jetzt dann direkt durchziehen in Richtung 130. Und wir hatten heute Morgen eben hier dieses Tief von gestern schon mal angemarkert und ja, solange das eben hält, würde der Markt hier weiter steigen können. Das kann man ja sogar nochmals anziehen und zwar auf diese Konsolidierungszone beschränken jetzt. Das sieht man ja hier, bevor der Ölpreis ausgebrochen ist, diese Konsolidierungszone und der letzte Tiefpunkt vor dieser Konsolidierungszone würde praktisch diesen Aufwärtstrend definieren. Und da ist das Level im Moment bei 115,97 und das kann man sich dann hier schön nachziehen. Und ja, entweder es kommt zu diesem Anstieg oder der Markt reversed und dann weiß man, okay, spätestens hier ist Vorsicht, geboten, da hier dann ein Fehlausbruch entstanden sein kann und das gilt es jetzt dann zu beachten. Okay. Soweit, der Ölpreis, also brennt hier. Und ja, dann haben wir eigentlich soweit das besprochen, so den allgemeinen Markt. Wenn ja Wünsche sind, gerne über den Chat. Ansonsten, ich schaue mal, ob es vielleicht irgendwas Bekanntes gibt auf der Winner-Loser-Seite. Naja, ja, die Meme-Stocks, die sogenannten, also GameStop, sind wieder zurück nach ja, großen Abverkäufen. Können wir reinschauen. Genau, da gab es ja letztes Jahr im ja, Januar, Februar, März diesen massiven Squeeze. Da ging es von irgendwie 10 oder 20 Dollar auf 500. Und dann ging es genauso schnell zurück. Der Markt hat praktisch vom Hochpunkt hier auf den Tiefpunkt knapp 90% verloren. Und dann gab es einen zweiten Squeeze, der ja von diesen 40 auf 300 führte. Und seitdem haben wir eigentlich eine Seitwärtsphase, die ja potenziell abwärts gerichtet ist, aber eigentlich eine Seitwärtsphase, einfach zwischen 300 und 120. Und hier ist die Idee, dass aktuell, solange praktisch die 40 nicht unterschritten werden, wir einfach eine Dreierkorrektur haben. Also zack, zack und dann WXY in dieses Tief. Und wir kommen jetzt in eine sehr wichtige Zone, dieser Bereich hier. Also der Tiefpunkt vom August und der Hochpunkt hier im Februar, das ist die wichtige Zone. Sollten wir die jetzt durchbrechen können, entweder auf direktem Wege oder über einen Umweg nochmal und ja und das Tief eben hält, dann ist hier ja weiterhin ein Squeeze in Richtung 300 möglich, der sich dann sogar später ausweiten kann, um nochmals diese 500 in der GameStop zu erreichen. Okay, ja, das ist hier wichtig. Also dieser Bereich, wie sich der Markt dann da entwickelt.
Und ja, für einen Rücksetzer, also sollte dieser erste Push hier erstmal zu viel des Guten sein, kann man dann später, wenn man sieht, dass es zurückgeht, den Tiefpunkt und dann den jeweiligen Hochpunkt miteinander verbinden für das bekannte Retracement und dann ja Ausschau halten, ob sich dort eine Stabilisierung stattfindet für einen neuen Angriff dann auf diese Widerstandszone und dann dem Push nach oben in dieser GameStop. Okay, und aktuell ist dann das Tief hier sehr wichtig. Fallen wir erneut unter das Tief, dann ist ein Retest dieser 40-Dollar-Marke möglich. Und ja, das wäre hier nochmal eine Kurshalbierung praktisch von 80 auf 40. Okay. Also ich habe schöne Rallye jetzt in den letzten zwei Wochen hier von der GameStop. Okay, soweit eigentlich von mir für den Moment. Ich hoffe, die Varianten sind soweit klar und verständlich. Dann wünsche ich weiterhin Good Trades, viel Erfolg und bis morgen, wenn Sie mögen. Genau, morgen wieder dann ab 9. Der Kollege ist im Urlaub. Und genau, bis dahin weiterhin Good Trades, viel Erfolg und Ade.